Morgen, Radfreunde. Ja, oh, es ist knackig kalt, aber die Sonne, die strahlt mir schon ins Gesicht. Herrlich. Erstmal von der Sonne streicheln lassen, dann Waschraum, frühstücken und dann geht's schon auf Tour heute. Ich freue mich riesig drauf. Hat Kühlbox. Ja, es ist auf Radreise anders. Da muss ich immer ein bisschen mit gekühlten Sachen aufpassen. Zack. Und jetzt wird gefrühstückt. Ja, hallo Freunde, ihr habt's gesehen, ich bin auf Tour und ja, es hat mich an so einen Bahntrassenweg zum Bostalsee fahre ich. Das sind so 22 Kilometer, dann gucke ich mal, was an dem See zu sehen ist und dann fahre ich wieder zurück. Ja, wird so 50 Kilometer, 60 Kilometer insgesamt will ich fahren. Am Nachmittag wäre ich gern auf dem Campingplatz wieder, weil ich ja noch in den Teich springen will. Und jetzt geht's erstmal hier schön auf Tour. Die Bahntrasse, ja, ist umgeben von Bäumen, es ist schattig. Deswegen habe ich das Windjäckchen angezogen, drüber gezogen. Aber sobald die Bäume, die Schatten weg ist, dann kann ich das ausziehen und die Sonne genießen. Ich habe so Bock. Also, macht Spaß hier zu fahren. Da kommen schon die Wegweiser. So, wo geht's lang? Achtung, Bostalsee, 20 Kilometer, genau da fahren wir hin. Abi, los geht's! Ja, Bahntrasse, da ist es jetzt nicht so spannend. Aber gut, Wetterchen ist schön, jetzt strahlt ein bisschen die Sonne durch. Macht Spaß! Ja, es wird warm. Jack aus. Und eine kleine
Obstpause. Die Bananen, die muss dringend gegessen werden. Freunde, es ist fantastisch. Es geht schön durch den Wald. Ihr habt es gesehen. Einwandfrei. Es ging jetzt auch ein Stück berghoch. Ich bin von der Straße ein bisschen weggeleitet. Oberhalb der Straße, ich höre es zwar noch ein bisschen. Ich habe so einen Spaß. Mann, oh Mann. Ein wunderschöner Tag heute. Traumhaft. Ich bin echt begeistert. Ja, ich muss es so sagen. Ich bin einfach nur begeistert. Weil es nur schön ist. Und so genieße ich das jetzt. Ich bin mal gespannt, wie der See aussieht. Zum Bostalsee fahre ich. Herrlich. Klasse. Das war knapp. Eieiei. Jetzt macht es richtig Spaß. Nagelneu befestigter Radweg. Ich nehme an, Bahntrassenradweg. Wunderbar zu fahren. Umgeben von Bäumen. Irgendwie Idylle, alles stimmt heute. Gefällt mir echt. Ja, Radwegbeschilderung war jetzt nicht so. Die haben irgendwann mal aufgehört mit diesen grünen Radschildern und haben dann so kleine. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ja, ich habe jetzt ins Navi mal Campingplatz Bostalsee eingegeben, damit ich ein bisschen mitgeführt werde vom Navi und von daher. Alles gut, Navigation stimmt, Wetter stimmt, passt. Einfach nur rollen lassen. Ja, schaut euch das an. Da hat mir eine Bank hingestellt. Einmal guckt euch das mal an. Und herrlich. Lädt ein, Obstpause. Mach ich. Eine Stange, Blattpfirsiche, da gönne ich mir jetzt ein paar davon. Hui. Leute, ich befinde mich in Türkismühle. Ja, scheint schon fast Saarland zu sein oder ist sogar Saarland, weiß ich jetzt nicht. Hier stand was von Saarradweg. Ah ja, da. Da ist eine Tafel. Saarradland. Na da, bin ich schon weit gekommen heute. Leute, jetzt müsst ihr stark sein. Guckt euch das an. Das hat sich gelohnt, hierher zu fahren. Das hat sich gelohnt. Der Anblick, super. Oh, das hat ja jetzt noch mal ein bisschen was. Also der Weg hierher war schon schön. Aber das ist die Kirsche auf der Sahnetorte. Wirklich. Das ist die Kirsche. Klasse. Dieser Anblick. Jetzt, ich suche irgendwie schöne Plätze, aber hier ist überall schön. Ne? Wow. Klasse, einfach nur genießen. Ja, der Plan ist, den See einmal zu umfahren, schöne Plätzchen für eine Obstpause suchen und ja, vielleicht mal die Füße ins Wasser, wäre ganz nett. Die brennen. Aber einwandfrei. Ja, so sieht's aus, meine ruhige Ecke. Da im Hintergrund steht das Haus auf dem Kopf. Ich stehe zum Glück nicht auf dem Kopf. Aber schau dir mal, ist das nicht schön, ein traumhafter Anblick. Da oben ist eine Bank, da gehe ich gleich hin, esse ein bisschen Obst und genieße diesen schönen Anblick auf den See. Ja, mein Ibiza im Saarland, gefällt mir gut. Mehr geht nicht, oder? Mehr geht nicht. Glaube ich. Klasse. So.
So sehr mich das schmerzt, ich werde diesen schönen Ort jetzt verlassen und den Rückweg antreten. Es ist jetzt 13 Uhr, ich denke mal so 1,5 Stunden bis 2 Stunden fahre ich. Und dann, ja, Campingplatz-Idylle. Und ach, was zu essen muss ich mir auch noch kaufen, okay. Bin hier an den Ursprüngen der Nahe. Die Nahe, die fließt ja bei mir ganz in der Nähe in Bingen, mündet die ja in den Rhein und da ist es schon ein ordentliches Flüsschen. Und so ist es hier ein kleines Bächchen. Klasse. Bin ich ja fast wahrscheinlich an der Quelle der Nahe. Dürfte nicht mehr weit sein, aber da fahre ich heute nicht hin. Ja, Leute, ist der Rückweg. Der ist jetzt ähnlich wie der Hinweg, quer durch den Wald. Habe ich ja schöne Aufnahmen schon gemacht. Ich verzichte jetzt auf weitere Aufnahmen und wir sehen uns dann wieder am Campingplatz. Ja, Leute, ich bin auf dem Campingplatz angekommen. Ja, ich mach's mir jetzt richtig gemütlich. Ja, das Wetter, ich genieße einfach nur noch den Nachmittag. Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, ich gebe es jetzt auf mit dem Kocher. Mir ist jetzt dreimal ist mir das Wasser jetzt da über den Herd gelaufen, weil der Topf da umkippt. Und ich nehme jetzt den Trank hier und dann zack, dann wird es ganz klassisch. Leute, geht nichts über den Trank hier. Kann nichts passieren, Windschutzkleide bei. Das hat mich jetzt geärgert. Dreimal kippt mir der Topf da um. Okay, naja, hier, was soll's. War schön heiß dann, heute Morgen war, hat's nicht ganz gekocht, war der Kaffee ein bisschen kalt. Hört ihr mich überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So, kommt mal ein bisschen näher, dann könnt ihr förmlich riechen, wie lecker der Kaffee da reinläuft. So, Achtung. Zack. Allein das Ritual, das ist doch schon etwas. Geht doch nichts über einen frisch gebrühten Kaffee. Ich bin super organisiert, alles in Griffnähe. Ich bin ja auch ein bisschen ungeduldig, das ist noch nicht ganz durchgelaufen. Und da, frische Kaffee. Eine Apfeltasche. Und lecker Erdbeeren, ne? Hab ich mir ja gestern geholt. Also, ich kann nicht meckern, mir geht's gut. So kann's bleiben. Dann lass ich's mir schmecken. Ja, Freunde, ich habe Lust nochmal hier in den Badeteich zu springen. Ich erspare euch allerdings den Anblick, mich in Badehose. Ich melde mich dann spätestens zum Abendessen wieder. Und ja, jetzt erstmal eine kühle Erfrischung. Ja, Freunde, jetzt also doch der Blick in die Badehose mit mir. Und jetzt geht's rein ins kühle Nass. Da habe ich echt Bock drauf. Jawohl, und hinein! Wahnsinn hier, das ist ja klasse. Einwandfrei, ist echt nicht kalt. Los, rein mit. Leute, echt erfrischend. Wirklich. Einwandfrei. Campingplatz, Waldwiesen, müsst ihr hin, unbedingt. Leute, es ist herrlich erfrischend. Ich komme gerade aus dem Wasser, es ist einwandfrei. Mann, macht das Spaß hier. Mann, macht das Spaß. Das ist so toll. Ein richtig, richtig feiner Urlaub. Echt, alles drin, alles dran. Alles, was man braucht. Zeit, das Restaurant zu eröffnen. Es gibt heute Kabeljaufilet und Kartoffeln, die ich mir ein bisschen in der Pfanne anbrate. Zweimal Öl in die Pfanne.
ein Bein auf den Fuß. So, die mache ich nicht all. Der Rest mache ich mir morgen zum Frühstück. Das sieht doch schon mal lecker aus. Mal gewendet. Oh ja, oh ja. Das sieht doch prima aus. Ja, ich schnippel mir noch einen kleinen Tomatensalat, das ist die Würze. So. Dann noch ein paar Kräuterchen rein. Servieren. Ein Fischlein. So. Würze kann man weg. Das kann da dazu. Ja, Remoulade. Und das ist mein Abendessen. Das kann ich stehen lassen. Ein bisschen Zitronen hätte ich gern drauf gehabt, aber ich habe leider keine. Kartoffelchen. Und schmecken schon mal. Also mir schmeckt. Ja, liebe Radfreunde, es ist jetzt 9:30. Ich will das Video und den heutigen Tag jetzt an der Stelle beenden. Ob ich morgen noch was filme, weiß ich nicht. Ansonsten, ich hänge es vielleicht hinten dran. Aber falls nicht, will ich mich an der Stelle schon verabschieden. Es waren jetzt ja 2 Videos, die ich dann gemacht habe von dieser kleinen 3-Tages-Camper-Tour. Hat mir Spaß gemacht und wenn es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch drückt. Und ja, ansonsten, es war einfach schön. Heute war ein super traumhafter Tag, ein kompletter Urlaubstag. Morgen ist ein Reisetag, gestern war ein Reisetag. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Und ja, ich genieße jetzt noch ein bisschen die Abendsonne. Ja, die versteckt sich so klein wenig. Aber an der Stelle sage ich, ja, wann immer ihr es geschaut habt, noch einen schönen Resttag. Ja, ciao und immer gute Fahrt. Bis dann. Ciao, ciao.